Hallo und herzlich willkommen zum neuen Format Play by Play, DMZ Call of Duty. Wir spielen eine Runde DMZ und ich erzähle praktisch meine Gedanken, also spreche Gedanken, die ich habe, laut aus, sodass ihr nachvollziehen könnt, warum ich gewisse Entscheidungen treffe. Und der Gedanke dabei ist, dass ihr vielleicht dabei nachvollziehen könnt, was ich tue, das dem einen oder anderen hilft, Entscheidungen zu treffen und zu verstehen. Ihr könnt auch mir sagen, Erik, das machst du vielleicht besser so und so, aus so einem Austausch. Das Ganze ist jetzt immer themenorientiert. Heute das Thema ist der Alpha-Cluster. Ich höre mal wieder, dass es Leuten schwerfällt, in den Alpha-Cluster reinzugehen und da zu überleben. Vor allem, wenn es darum geht, die drei Alpha-Cluster, also diese drei Computer, die AQ-Laptops zu finden und die Systeme zu hacken und das Ganze noch zu überleben. Ich zeige das Ganze als Solospieler immer und ohne Sicherheitsrucksack und zeige euch meine Methode, wie ich das mache. Und ich bin deswegen extrem gespannt auf euer Feedback, ob ihr dieses Format interessant findet oder ob ihr sagt, Erik, holy, lass das bloß sein, mach das bitte nie wieder. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß im Alpha-Cluster. So, dann wollen wir mal. Wir gehen nackt rein, komplett in die Runde. Und das Erste, was wir machen sollten, ist erstmal überleben. Dazu gucken wir erstmal die Spawns an. Also das ist ein ganz cooler Spawn hier. Wir haben einmal hier hinten zwei Spawns und hinter dem Flughafengebäude. Und ich sag hier immer, ihr sollt ein bisschen Lautstärke anmachen, lol. Ich bin nicht aufgewärmt. Das war gerade der Beweis, ist die erste Runde. Und ja, wir legen einfach mal drauf los, gucken, was passiert. Wir sind komplett nackt, wir müssen uns also auf jeden Fall regainen. Und ja, der Test ist sozusagen, ob wir mal so eine spontane Runde hinkriegen. So, normal, also viele gehen jetzt hier von diesem Spawn aus hier hoch. Ich zeige erstmal ganz kurz, wo wir sind. Flughafen unten, mittlerer Spawn. Hier unten ist ein Spawn und da hinten ist ein Spawn. Und viele gehen halt direkt die Leiter hoch. Oh, ist er verschwunden gerade? Achso, der ist hier rein. LOL! Wie das gerade aussah. Also viele gehen hier hoch und starten dann die Drohne, weil hier oben auf dem Dach die Drohne ist. Und der Punkt ist, dass es einfach so sinnlos ist, weil niemand, also kein Gegner, kann in so einer kurzen Zeit in der Nähe dieser Drohne sein und von der Drohne entdeckt werden. Das geht einfach nicht. Das Einzige, was man mit dieser Aktion im Endeffekt macht, ist, dass man den anderen Teams 100% sagt, hey Leute, hier bin ich oder hier sind wir. Deswegen, also mein größter Tipp, den ich hier geben kann, ist, aktiviert die Drohne nicht. Man kann aber aufs Dach steigen und mit dem Fernglas auf die andere Seite schauen, zu dem Spawn hier unten. Also hier spawnen die Gegner. Die Gegner hier unten laufen entweder hier hoch oder hier in die Hallen rein, um da den Kanister zu suchen. Da ist ein Kerosinkanister für den großen Hubschrauber. Ja, dass man die abcheckt. Das machen wir jetzt auch gleich. Beziehungsweise wir gucken oben auf den Turm und da ist schon der erste Gegner. Der wird uns mit hoher Wahrscheinlichkeit gesehen haben. Ich habe aber nur einen gesehen, mit etwas Glück. Mit etwas Glück ist das ein Solospieler. Wir riskieren gleich nochmal einen Blick. Erstmal kurz. Wow. Oh mein Gott, ich komme nicht in die Ecke. Mit etwas Glück, Leute, hat er eine Shotgun dabei. Mit das Pech gehen wir down. Also ich hoffe, dass das die Bryson ist, die er hat. So, gehen wir mal hoch. Was liegt da? Eine Watznev. Und er hat die Bryson 800. GG's. Geil. Dazu gleich mehr. So, der Sniper oben ist nicht mehr zu sehen. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir vertrauen drauf, dass er uns nicht gesehen hat und uns jetzt nicht jagt. Oder wir spielen auf super safe. Na, also da riskieren wir auf jeden Fall jetzt den Weg zum Auto. 3, 2, 1, go. Da oben läuft jemand. Zweier-Team, mindestens Zweier-Team. So, das ist ein bisschen Risiko. Wir fahren jetzt los, jetzt sehen sie uns auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir gleich Sniper-Schüsse abbekommen. Sprung. Okay, sieht gut aus bis jetzt. Ja, und damit sind wir eigentlich safe. Also, dass wir uns jetzt noch kriegen, die Wahrscheinlichkeit ist... Da kam ein Schuss, das waren sie aber nicht, oder? Also, dass wir uns jetzt kriegen, da müssen es schon Halbgötter sein. So, was hier nur wichtig war, ist, dass wir wussten, wo die Spawns sind. Dass wir wussten, wie wir reagieren können. Die Leute hinter uns.
die da gespawnt sind. Die kamen nicht rechtzeitig zu uns, keine Chance. Also das einzige Risiko war das Team vor uns am Flughafen. Und die haben wir gespottet. Also alles im sicheren Bereich. Ich finde, das ist immer so die beste Strategie, um die ersten 60 Sekunden zu überleben. Dass man einfach weiß, wo ist der Gegner, wo spawnen die und wie möchte man selber darauf reagieren. Möchte man angreifen, also sich zurechtlegen, ausweichen und. So, jetzt können wir die Runde im Grunde genommen erst starten. Und was wir jetzt machen ist, wir gucken nach unseren Grund-Items. Und das ist die Com-Weste, primäres Item für mich. Ich liebe die Com-Weste so sehr. Wir parken hier einmal und tauschen jetzt unsere Weste ein. Okay. Wir haben die Weste. Und jetzt reservieren wir mal ganz kurz. Also, die Batterie könnten wir jetzt behalten für einen Plünderer-Rucksack. Haben wir aber keine weiteren Items für. Die Festplatte brauchen wir auf gar keinen Fall. Die schmeiße ich weg. Und ja, jetzt die Frage. Wir haben jetzt 3100. Und ich habe die Bryson. Ich brauche halt wirklich nicht viel für den Komplex. Aber, ganz ehrlich, mittlerer Rucksack sollte schon mindestens dabei sein. Deswegen. Deswegen. Pass auf, wir werden kurz die Bryson modden. Und zwar hauen wir hier einen Schalldämpfer dran, das Schweigende X. Und dann fahren wir nochmal ganz schnell hoch. Wie viel Zeit haben wir denn? Wir haben noch 12 Minuten. Dann fahren wir nochmal schnell zu der kleinen Mini-Festung, wo wir eben waren. Da waren ja zwei goldene Festplatten. Das Einzige, was nervt, ist gerade, dass wir jetzt auf Krampf den Rucksack brauchen. Bin nicht mehr sicher. Ich kaufe so selten einen Rucksack. Ich sag's ganz ehrlich, ne? Ich kaufe so selten einen Rucksack. Normalerweise finde ich den... Oh, 5000. Okay. Das passt doch. Dann verkaufen wir jetzt die Festplatte, die Autobatterie. Und kaufen den mittleren Rucksack. Spielekonsole. Dann haben wir noch 3000. Und dann können wir die Shotgun noch modden. Und zwar packen wir dann hier nochmal den 29 Zoll Lauf dran. Und ich sag ganz ehrlich, reicht. Das hätte man jetzt auch einfach finden können irgendwo. Ganz relaxed, entspannt. Aber wir sind glücklich, wir gehen rein. Das ist mein Regain, das reicht. Was die Wiederbelebung angeht, wir haben eine Wiederbelebung und auch das reicht. Am liebsten wären mir zwei, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen einen schnellen Fahrerwechsel. Hier ist jemand ausgestiegen zum Exit. Wir fahren hinten rum. Wenn ich jetzt oben rumfahren würde, würden wir das Risiko eingehen, dass ein Team auf uns wartet. Auch hier oben. Also müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Aber ja, sollte eigentlich gut gehen. Ich überlege, ob wir hier noch kurz aussteigen sollen. Ne, wir haben alles. Wir gehen rein, komm. So, wir könnten natürlich noch... Ah, das Ding ist halt, das ist wie bei so vielen Sachen, ne? Wie viel will man jetzt noch machen? Wie viel will man noch suchen? Basic Item war die Com-Weste, das Allerwichtigste, und mittlerer Rucksack. Das sind die Basics. Das Minimum. Und die Bryson. Dass wir die Bryson haben. Und beides haben wir. Also, was soll das? So, wir fahren in den Sandsturm. Wir haben jetzt über die Com-Weste Gegnerwarnung über 100 Meter. Das heißt, wenn jetzt hier ein Spieler drin ist, hier unten, oder ein Team, oder ein Sechser-Team, oder ein Dreier-Team. Da würden wir jetzt schon gewarnt werden. Wir haben hier eine Drohnenmarkierung. Das heißt, da sind Gegner. Kann es auf jeden Fall sein, dass die in unsere Richtung laufen. Aber das ist uns sowas von egal. Ich habe immer noch keine Spielerwarnung. Wir haben also noch genug Zeit, hier reinzuschauen. Wir können ganz gemütlich reingehen. Also natürlich könnte es rein theoretisch sein, dass hier Spieler sind mit einer Ghost-Weste. Für den würden wir nicht gewarnt werden, aber ganz ehrlich... die Ghost-Weste ist eine der geilsten Westen, aber die wird halt nicht von vielen getragen, deswegen auch da alles im grünen Bereich. So, wir haben keine Munitionskiste, wir haben keinen großen Rucksack und wir haben die Bryson nur mit zwei Mods gemoddet, aber ist halb so wild. Gehen wir mal auf die Karte und gucken hier rein, was wir überhaupt machen. Also, wir wollen in den Alpha-Cluster. Der Alpha-Cluster ist hier im Osten. Um in den Alpha-Cluster zu kommen, müssen wir die Türen C1 oder C2 aufmachen und dafür brauchen wir die Autobatterie und das Kabel, was wir dabei haben. Also hier alles im grünen Bereich. Das sind die vier Startbereiche hier oben. Beta 1, Beta 2, A2 und A1. Wir sind jetzt in der Al-Masrah City reingegangen. Das heißt, das ist hier oben rechts der Information Extraction Bereich. Das heißt, wir starten hier oben und gehen hier durch.
Jeder Eingangsbereich hat zwei Festplatten, also zwei Alpha-Laptops. Wir suchen jetzt beide Alpha-Laptops in dem Bereich, gehen hier raus, geben unsere Items hier an der Tür ab, um die Tür später zu öffnen und suchen dann Laptop 3 und 4 eventuell. Aber wir brauchen nur 3. Das heißt, wir können dann entweder hier direkt rechts rumgehen, da wir erst hier die Items abgeben, lohnt sich es am ehesten, hier unten reinzugehen, A1, also direkt gegenüber rein, und da den nächsten Laptop abzuholen. Das ist der Grundplan. Ganz simpel, ganz einfach. So, Ladezeit ist durch. Let's go. Jetzt zeige ich einmal die Bryson. Also, die ist null gemoddet, ne? Die hat jetzt wirklich nur den Schweigen DX dran. Und den 29 Zoll Lauf für etwas mehr Reichweite. Mehr ist da jetzt nicht dran. Also wirklich aufs Billigste gemoddet. Batterie schmeißen wir weg. Scheiße, ich habe meine Autobatterie verloren. Leute. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, wo das passiert ist. Oh Mann, ey, das ist, wenn man nicht so konzentriert ist. Ja, natürlich jetzt Worst Case Scenario. Wir haben die Autobatterie verloren. Shit. Das ist echt etwas, was ich jetzt... das ist... Ich wollte euch zeigen, wie man es richtig spielt. Und dann vergesse ich die Autobatterie. Junge, Junge, ich kann mich aufregen. Aber nicht aufregen. So, die Bryson 800. Ihr seht, die ist One-Shot auf alles, was drei Platten hat. Bis zu 25 Meter One-Shottet die alles. Viele sagen, die KV Broadside ist die beste Waffe. Die KV Broadside ist die beste Waffe vielleicht, wenn man den Rhino töten will. Also den Boss, ja. Aber der Koschei-Komplex ist jetzt mehr als nur der Rhino. Und deswegen sage ich immer, für den Koschei-Komplex an sich, rein für den Koschei-Komplex, ist die Bryson 800 wirklich die stärkste Waffe, die man spielen kann, momentan meiner Meinung nach. Oder sagen wir mal, die stärkste Shotgun, die man spielen kann. Auf Platz 2 würde ich sagen, kommt die Bryson 890. Und auf Platz 3 kommt die KV Broadside. Der Vorteil von der 800er ist halt, dass sie wirklich eine extreme Reichweite hat. Und wenn sich Leute nicht gerade hinter Schreibtischen verstecken, alles one-shottet. Das ist so stark und gibt nochmal mehr Kontrolle und Sicherheit. Ist super wertvoll. Nachteil ist, wir haben nur 6 Schuss in der Bryson. Das heißt, wir müssen immer wieder nachladen. Und er lädt kein Magazin nach, sondern er lädt jede Kugel einzeln nach. Ah, ja, ist der Daumen gegangen? Okay. So, hier hätten wir jetzt alles durch. Okay, wir kriegen einen Operator-Warnung. Ich sag nochmal ganz schnell warum. Wir sind jetzt hier in diesem Hauptraum. Hier unten sind wir. Und von hier aus, der Radius an der Tür hier sozusagen, 800 Meter, 100 Meter, werden wir gewarnt. Das heißt, wenn hier drüben gerade jemand ist im Schwimmbereich, kann es schon sein, dass wir die Operator-Warnung kriegen. Also, noch keine Panik kriegen, dass jemand bei uns ist. In der Regel ist jetzt hier noch kein Spieler zu 99%. Kann immer wieder sein, dass jemand dazukommt. Aber, ja. Was ich sagen will, ist, die Warnung ist einfach das Normalste der Welt. So, ich muss ein bisschen konzentrieren gerade. Ich fange schon an, hier Items zu sammeln. Wir wollen gar keine Items sammeln. Denn wir suchen ja die Laptops. Die Items sammeln, das ist halt so ein Ding, wenn man den Händler freischalten will und für andere Sachen, da brauchen wir wirklich alle Items. Und ich habe so oft versucht, den Händler freizuschalten, alle seine Items zu kaufen, dass ich halt wirklich dieses Item-Sammeln so drin habe. Aber ganz ehrlich, das machen wir mal in einem anderen Video. Wir suchen die Laptops und die Laptops sind hier in solchen Räumen am ehesten drin. Ja, bam, 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 bam. Laptop Nummer 1. Tauschen wir ein gegen die Platine, brauchen wir nicht. Und dann suchen wir noch Laptop Nummer 2. Wie gesagt, die Items sind wirklich unwichtig. Hier ist der Hauptraum. Da gehen wir gleich rein. Vorher suchen wir noch Halle, den Laptop 2. Na, mal hier rein. Mit etwas Glück wäre da jetzt hier gelegen. Leider haben wir kein Glück. Wir können jetzt ins Gefängnis gehen. Das ist auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das war ungünstig, dass er nicht direkt gestorben ist. Aber auch alles halb so wild. Wir haben jetzt so ein, zwei Platten verloren, aber ist nicht schlimm. So, das ist ja nicht immer den Gefängnisbereich. Hier mit den ganzen Türen. Wir öffnen einfach mal ganz schnell jede Tür. Und gucken in die Räume. Der Laptop kann eventuell auf so einem Tisch hier liegen. Am ehesten da, wo auch ein Soldat drin ist. Ich lege mal sicherheitshalber zwei Platten nach. Hier ist eine Wiederbelebung. Ja, komm, nimm mal mit. Jetzt haben wir zwei Wiederbelebungen. Das
Mir sollte aber auch dicke reichen. So, hier ist ein Gegner. Gucken wir mal. Weg mit dir. Und hier hat der Laptop jetzt liegen können. Nachtsichtgerät haben wir. Gucken, ob es funktioniert. Fragen auch einige. Nachtsichtgerät. Vorsicht, Fahrstuhl. Jedes Mal, wenn es so klingelt, kommt Verstärkung. Ich habe jetzt jeden einzeln erschossen. Wenn man besser ist als ich, dann kann man mit einem Schuss auch zwei, drei gleichzeitig killen und spart sich Munition. Und was Munition angeht, ihr seht die Munition, ich brauche keine Munitionskiste. Ich sammle hier so viel Munition nach und ich sammle so viel Platten nach, dass es überhaupt kein Problem ist. Das Einzige, was ich momentan vermisse, ist eine Spritze. Leider zweimal Pech gehabt. Das hier, wenn ihr Items wollt, ist eine super geile Kiste für Items. In dem Fall wäre es auch eine Niete gewesen. Gut, dass wir nichts brauchen. Und hier ist nochmal Wiederbelebung. So, ja, wir haben jetzt ein Problem. Kein Laptop. Ich frage mich gerade, ob ich den übersehen habe. Ich gucke nochmal ganz schnell jeden Raum rein auf dem Tisch. Ich habe aber überall reingeschaut. Gucken wir hier nochmal. Gucken wir hier nochmal. Also es müssen zwei Laptops da sein. Okay. Wirklich Pech. Ich schaue mal ganz schnell hier in den Tisch rein. Und hier, oh, geheime Dokumente 8000. Nice, aber brauchen das nicht. Das Blöde wäre jetzt wirklich, wenn ihr das schon gesehen hättet. Oh, das ist nicht blöd, aber wenn ich es nicht gesehen habe. Und nachher dann, Erik, du Blindfisch. Wir können natürlich jetzt im Hauptraum gucken. Es hat geklingelt, Fahrstuhl hier links. Da habt ihr gesehen, drei auf einmal. Noch einer und der hier. Ah, hier, die Tür haben wir vergessen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Laptop drin ist, 99,9%. Let's go. Und, da ist er. 99. Wow, was war das denn? Holy Schnitzel. Keine Ahnung, was das war. Hat jemand vorhin wahrscheinlich eine Karte fallen lassen. Wir tauschen das jetzt aus gegen den L2-Schlüssel. L2 ist mir... Na gut, ich lasse jetzt irgendwelche dummen Sprüche. So, Hauptraum. Das ist der Hauptraum. Let's go. So, zwei Schuss von hier. Und der Rest von hier. Eins, zwei, drei, vier. Oh, schon down, schon down. Viermal nachladen. Oh. So, der ist auch down. Und jetzt springen wir einmal rein. Der Laser markiert. Oh, da ist noch einer. Da oben. Ist egal, ignorieren wir jetzt. Der Laser markiert die Blickrichtung von dem Geschütz. Sobald das Geschütz nach links geht, jetzt rennen wir rein. Einmal hier durchrutschen. Dann können wir ganz gemütlich das Geschütz zerlegen. Okay. Drei Platten reinhauen, weil wir jetzt viele Platten zurückkriegen über die Gegner. Und hier ist das zweite Kabel. Kabel können wir stapeln. Autobatterie werden wir gleich finden. Wie gesagt, leider nur eine. Bitte, habe ich echt einen Fehler gemacht, ich weiß nicht. Aber so sind wir halt. Machen immer Fehler. Ach Gott, wenn wir keine Fehler machen würden, ne? Was einfach wäre alles. Da ist die Autobatterie. Wie gesagt, als einmal. Ich habe den Slot sozusagen frei, in Anführungszeichen. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt hier hin. Leg mal hier gerade die Wiederbelebung ab. Dann nehmen wir uns die Autobatterie. Also wenn ich die Autobatterie verwendet habe, dann ist der Slot frei, will ich damit sagen. Und im Grunde genommen, da ist ein mittlerer Rucksack gewesen. Ja, und normalerweise wäre das Slot nicht frei, weil ich eine zweite Autobatterie dabei gehabt hätte. Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wir haben jetzt einen Slot mehr frei. Aber ja, ich hätte diesen Slot lieber nicht frei. Gut, dann gehen wir rein. Zeit 21:30, war jetzt nicht besonders schnell. Ich wechsle auf meine ISO Hemlock. Nachtsicht aus, also oder Thermal aus, damit er bei Nachtsicht nicht umschaltet. Mache ich die Nachtsicht nicht aus, macht er mal diesen beim ADS. Deswegen reingehen, ausschalten, Tür öffnen und go. So, wenn wir nochmal auf die Karte gucken, normalerweise würde ich hier links rumgehen, hier raus, links rum zu C1 und meine Sachen abgeben. Brauchen wir jetzt aber nicht, beziehungsweise doch machen wir doch. Weil wir dann das Kabel abgeben können, haben wir den Slot frei. Doch, machen wir. So. So, hier wo das Licht so flackert, hier müssen die Sachen rein. Ich lege das Kabel rein. Wie gesagt, normalerweise ist die Batterie auch drin.
sehr, sehr bitter. Wir laufen jetzt durch und kommen dann auf der gegnerischen Seite raus, sozusagen bei C2. Nicht bei C2, bei A1. Kann ich auch noch nicht merken. Also gegenüber A1. Wir achten auf Spielerwarnung. Keine Spielerwarnung bis jetzt. Daran denken, Ghost-Spieler hören wir nicht. Gefährlich, gefährlich. Achtung, bei deiner Position befinden sich feindliche Operator. So, feindliche Operator, die könnten jetzt hier drin sein. Wir öffnen. Wechsel, Nachtsicht aus und anvisieren. Wenn da jetzt Spieler sind, dann sind die super langsam. Dann kriegen wir die auf jeden Fall platt. Ansonsten, wir brauchen nur einen Laptop und eine Batterie. Okay. Bin ich sehr gespannt. Also, die Batterie liegt im Eingangsbereich. Laptop nicht. Laptop nicht. Let's go. Nicht gelootet. Okay, also wir erinnern uns an die Gegnerwarnung. Kriegen jetzt erstmal keine zweite. Aus der Gegner verlassen den Bereich und kommen wieder rein. Dadurch, dass wir jetzt aber... Okay, okay. Gegner hat den Bereich verlassen, wieder reingekommen. Ich muss echt aufpassen jetzt. Also wir suchen die Batterie. Die wird hier unten irgendwo sein. Mit viel Glück. Liegt hier jetzt auch ein Laptop? Ist doch unwahrscheinlich. Hier ist Blinky Blinky, aber das sind KI-Einheiten. Oh, 3 Treffer. Platte verloren. Lass ich erstmal. Okay, hier geht einiges gerade. Okay, die sind auch down. Kurz zurück. Machen wir jetzt nochmal 2 Platten rein, da kriegen wir Nachschub. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Da kommt gerade jede Menge Nachschub. Auch nochmal nachladen. Da ich jetzt keine Munition nachkriege, muss ich ein bisschen haushalten. 34 Ersatzschuss. Okay. Okay, Junge, Junge, ist eine gute Armee. Keine weitere Operator-Warnung. 5, 6, so, und die letzten noch raus. Rennen rein. Okay. Autobatterie? Ich bin halt blind, ne? Wenn ich jetzt online wäre, dann würdet ihr mir sagen, wo die Batterie ist. Ich mach die Tür zu. Okay, Tür ist zu. So, da ist die Batterie. Tauschen wir hier. So, Batterie haben wir. Brauchen jetzt den Laptop. Nur noch den Laptop. Ah, der liegt hier. Achtung, die feindlichen Aktivitäten. Ultra 1, wir registrieren. Der liegt hier nicht. Pass auf, wir machen folgendes: Wir rennen hier rein und rennen links. Yo, alles klar, bist du durch die Tür teleportiert oder what? Nochmal Verstärkung. Also zweimal Fahrstuhl gehört. Da ist wieder eine Armee am Start. Schüsse. Geht auf mich. Ich dachte schon, die Spieler kommen. Stehen geblieben. Mich wundert, dass die Spieler gar nicht kommen gerade. Entweder, also es kann auch sein, dass gar keine Spieler da sind. Oder natürlich, dass sie gestorben sind. Ah, mich ärgert, dass ich jetzt so lange hier aufgehalten werde, mich hier so durchballern muss. Das dauert halt ewig und 3 Jahre. Ich glaube, wir rennen jetzt durch danach. Ich werde noch eine Salve reinfeuern. Jetzt rennen. Go. Okay, gut. Durch. Schön, Platte, falls Spieler hier sind. Okay, Waffenwechsel. Ja, war schon richtig so. Okay, alles gut. Jetzt Konzentration. Tür links, Laptop-Möglichkeit. Okay, sauber. Schotti. So, na gucken wir mal. Wo bist du? Oh, das ist wirklich Pech, dass jetzt... Oh, wir haben eine Pistole. Glück im Unglück. Pistole, freuen wir uns drüber. Also Wiederbelebungspistole. Jetzt haben wir doppelte Wiederbelebung. Was für ein Solospiel halt super wichtig ist. Wenn du so... wir füllen Munition nach. Wenn du so ein Bedrängnis kommst, ne? Da kann es halt wirklich im schlimmsten Fall passieren, dass du zwar dich wiederbeleben kannst, aber aus der Situation nicht rauskommst und nicht nachstecken kannst, deine zweite Wiederbelebung. Und da ist halt die Pistole Gold wert. Die ist halt da und kann direkt nachgesteckt werden. So, ich muss jetzt gucken. Wir müssen jetzt hier hoch. Es hilft alles nichts. Das ist doof. Das kostet Zeit. Wir haben noch 15 Minuten. Hier ist ein Geschütz.
Hier ist ein Geschütz. Ich überlege, ob wir das Geschütz rechts umlaufen, da hinten rum. Oder ob wir sozusagen frontal dran vorbeigehen. Erstmal runtergehen. Dann hier hin. Ich denke, wir gehen rechts vorbei. Wechseln wir auf die Shotgun. Und dann gucken wir mal ganz schnell hier rein. Okay, hier ist nichts, schade. Hier ist übrigens ein Verstärkungsfahrstuhl. Also wenn es klingelt, dann kommen die von da. So, Vorsicht, Spieler, behalten wir im Hinterkopf. Okay, nächste Tür öffnen. Niete, ist nur so ein Zwischenraum. Obwohl, hier könnte auch was sein. Ah, auch kein Laptop. Okay. Zurück, Sackgasse. Ich rede gerade super viel. Normalerweise müssen wir so ein bisschen mehr auf die Schüsse hören. Guck mal, da sind offene Türen. Okay, hat KI geöffnet, alles gut. So, und da ist der zweite Laptop. Den tauschen wir jetzt aus gegen... Ja, wir müssen ihn austauschen gegen die Shotgun-Munition. Schade drum. Okay, wir sind glücklich. Sind wir glücklich? Oh, what? Wir gehen wieder weiter. Wieder zurück. Wieder hier rechts rum. Okay. Schnell runterspringen. Dem Geschütz ausweichen. Es hat semi geklappt mit dem Ausweichen. Hier hoch. Ich könnte das Ding jetzt noch kaputt machen. Mache ich nicht, falls er noch eher kommt. Okay, reicht. Wir sind durch. Zwei Platten rein. Nacht sich an. So, wir sind im Hauptbereich. Ich zeige mal ganz schnell die Karte. Wir kommen jetzt aus A1 raus und gehen jetzt hier rechts rum, legen hier die Batterie rein und können dann in Alpha Cluster, weil wir haben ja alle drei Laptops. Also, let's go. Nachladen. Und raus. Raus die Maus. Waffenwechsel. Okay, ist umgeschaltet. Operator-Warnung habe ich nicht gehört. Theoretisch können wir durchrennen. Ist immer so das Risiko, ne, mit diesen Ghost-Westen. Tatsächlich passt es in den meisten Fällen, dass du ohne Warnung wirklich durchrushen kannst, weil keiner da ist. Aber manchmal ist halt doch jemand da, der eine Ghost-Weste trägt. Und der weiß dann auch halt auch, was er macht. Das ist doppelt gefährlich. So, Batterie geht rein. Jetzt können wir C1 oder C2 öffnen. Ich bin mir gerade nicht tausendprozentig sicher. Muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist C1. Eins von beiden ist besser. Ich muss jetzt ausprobieren, ich weiß es nicht aus dem Kopf gerade. Ich weiß, auf der anderen Seite ist es beliebig, Alpha 2 zu öffnen. Alpha 2 Richtung Fabrik sozusagen. Aber hier, ich glaube, es ist C1. Weil jede Seite hat einen Turm, den man nicht zerstören muss, wo man dran vorbeirennen kann. Ja, ich glaube, ja, es ist richtig, So, hier ist der Turm. Mach mal Nachtsicht aus, dann sieht man das besser. Da ist der Turm. Ich gehe mal hier hin. Direkt rechts neben uns. Und wir können, ohne den Turm zu zerstören, einfach hier durchrennen. Das ist halt nicht, geht nicht darum, dass wir Munition sparen oder dass wir Leben sparen, sondern es geht darum, dass der Turm da bleibt und eine Warnung für uns ist. Dass wenn Gegner hinter uns kommen, die dann den Turm angreifen müssen, wir das eventuell hören und dann gewarnt sind. Deswegen dran vorbeispringen. So, und willkommen im Alpha Cluster. Welcome to the cluster. Wir wechseln auf unsere Shotty. Ich liebe es, hier in der Nacht sich wieder anzumachen. Ich finde, man sieht dadurch so gut die Gegner. So, ich sage mal ganz schnell die Karte. Wir sind jetzt hier drin. Und hier ist dieser Bereich hier sozusagen. Da ist eine Anhöhe und hier ist die zweite Anhöhe. Wir gehen jetzt sozusagen zu diesen Rundkreisen hier oben und hacken da entsprechend die Alpha Cluster. Ihr seht vier Stück. Tatsächlich kann man nur drei hacken. Also aufpassen, nicht verarschen lassen. Wenn einer nicht zu hacken geht, dann geht er halt nicht. Dann geht man zum nächsten. Also, los geht's. Dann mach nochmal Nachtsicht kurz aus. Wir sind alleine hier. Also hier kann noch kein anderer Spieler sein. Deswegen würde ich sagen, fahren wir rechts an und arbeiten uns nach links durch. Wir springen runter. Shotgun ist unsere... Nee, wir fangen links an. Weil rechts ist der Ausgang. Da müssen wir sowieso hin. Deswegen fahren wir links an. Da sind wir schon bei der Tür, wo wir dann am Ende rein müssen. Okay. Ganz wichtig hier. Der schlimmste Gegner hier sind nicht die Bots, meiner Meinung nach. Zumindest nicht, wenn man die Bryce 800 dabei hat. Sondern diese Fallen. Diese Fallen sind halt wirklich das Ding. Also achtet darauf. Und denkt auch dran, wenn man die Nachtsicht anhat, dass man dann vielleicht nicht unbedingt jede Falle sieht. Also aufpassen auf diese Fallen. Das ist das Allerschlimmste. So, Nummer 1 wird gehackt. Okay, 1 ist gehackt. Laptop liegt jetzt hier. Wir haben jetzt den ersten Kreis gehackt. Jetzt gehen wir zum zweiten. Wir können hier über die Server drüber springen.
Adelante, ich muss aufpassen. Also solange wir keinen Alarm aufmachen, ist es auch ein easy life hier. Und der Alarm, wenn wir eine schallgedämpfte Waffe haben und der Gegner nicht zum Schießen kommt, ja, so lange sind wir tatsächlich außerhalb des Alarms. So, jetzt versuche ich mal ohne Alarm zu machen, den zweiten Cluster zu öffnen. Ihr seht, das ist alles easy life bis jetzt. Gleich geht die Hölle los, aber noch ist easy life. So, und hier finde ich jetzt nichts zum Hacken. Es kann jetzt sein, dass ich genauer gucken muss. Es kann aber auch sein, dass das jetzt die Niete ist. Da doch, ich hätte genauer gucken müssen. Cluster 2. Okay, Cluster 2 ist gehackt. Und schon habe ich die Orientierung verloren. Sind wir von da gekommen oder von da? Shit, warte mal kurz. Wir sind links rein, wir müssen rechts rein, wir müssen nach Osten. Wir müssen da lang, wir müssen... Warte mal ganz kurz, wir müssen... da ist Osten, wir müssen hier lang. Beute hier drüben. Beute da drüben, oh what? Genau, wir sind richtig, wir sind richtig. So, da ist der dritte Cluster. Ich hoffe, der funktioniert. Und ihr seht, wenn der Alarm nicht aktiviert ist, ne? Deswegen schallgedämpfte Waffe mitnehmen. Generell als Solospieler. Also, abgesehen davon. Aber generell, es macht halt viel aus, wenn man nicht zu laut ist. Jetzt Cluster Nummer 3 aktivieren. Ihr seht, wie easy das ist. Okay, Alarm geht los. Da öffnet sich gerade eine Tür. Wir müssen uns beeilen. Jetzt geht der Spaß los. Das wäre jetzt Cluster 4, den brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt hier runter. Und wow! Okay, den habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, super Timing. Ja, moin. Ich mache Nachtsicht an. So in meinem Alter, ich sag's ganz ehrlich, ne? Ich sehe Gegner tausendmal besser mit Nachtsicht. Deswegen bitte Nachtsicht an. Ich muss nur auf die Fallen aufpassen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die schlechter sehe. Aber hier über so große Bereiche kann keine Falle sein. So, Waffenwechsel. Wow. Da habe ich jetzt nicht die Breitseite vom Gegner abbekommen, sondern vom Turm. Ich habe den Turm nicht gesehen, weil die KI auf mich geschossen hat. Habe ich ein bisschen verarschen lassen gerade. Also ein bisschen mehr aufpassen. Bisschen mehr aufpassen. Und wieder. So, let's go. Leute, wisst ihr, was ich gerade mache? Okay, ist verschrottet. Wir hätten den Teil zwar, aber ich bin hier komplett falsch. Ich habe gerade den Turm zerstört und damit können wir sozusagen diese Tür hier rein. Aber das ist ja für das andere Rätsel, was ihr vielleicht auch machen wollt. Aber wir wollen jetzt ja den Alpha-Cluster beenden, das Hacken beenden. Und dazu müssen wir in den Nordwesten. Nordwesten, Leute. Oh Mann, ey. Ja, war das Nordwesten, meine ich. Ich bin auf jeden Fall falsch hier. Warte mal ganz kurz. Ich hab's verpeilt. Also, Kommando zurück. Die Tür ist die falsche gewesen. Wir müssen zur anderen Tür. Ich lasse jetzt auf jeden Fall nachts sich aus, weil ich jetzt nicht in eine Falle reinlaufe. Oh, ich habe keine Platte mehr. Wow. Okay. Weil ich auf keinen Fall in eine Falle laufen will. Die Tür ist da hinten, ganz da hinten. Also guck mal, Nordwesten. Seht ihr das oben auf dem Kompass? Nordwest. Hier ist eine Falle. Achtung. Rechts rumlaufen. Vorsichtig. Hier ist eine Falle. Rechts rumlaufen. Okay. So, wir laufen ganz durch. Vorsicht, Fallen, aufpassen. Feindliche Aktivitäten, also Verstärkung. Die sind jetzt hier aus dem Fahrstuhl gekommen. Einer ist noch da. Alles One-Shot. Oh, oh, oh. Und nie zu leichtsinnig nehmen. Nie zu leicht nehmen. Genau, das meine ich. Okay, pass auf. Das Ding ist, ich habe keine Platten. Ich habe mir überlegt, ja, okay, er geht beiseite. Muss ein bisschen aufpassen. Jetzt wiederbeleben. Ihn direkt reinballern. Umdrehen. Kurz sichern. Ist halt ohne Platten. Da ist eine Platte. Hau die mal rein. Okay, wir sind schon da. Also da ist die Tür. Da oben ist die Tür. Okay, das reicht schon. Wir gehen hier hoch. Also Nordwesten. Tür ist offen. Die ist normalerweise zu. Jetzt, wo wir gehackt haben, ist die offen. Wir können jetzt zumachen. Und sind ganz gechillt in dem geheimen Raum sozusagen. Wo wir jetzt erst reinkommen auch, wenn die ganzen Cluster gehackt sind. Den sucht ihr wahrscheinlich hier, der total verrückt Koffer. Das ist ein Teil für diesen Bauplan für die seltene Waffe. Ja, ich brauche den jetzt nicht, nehme ihn trotzdem mal mit. Wir gucken hier in die Kisten rein. Kiste 1, 2, 3. Da ist alles safe. Jetzt nehmen wir den großen Rucksack natürlich mit.
Und ja, ich nehme die beiden Teile jetzt auch mit auf entspannt. So, das war der Hack des Alpha-Clusters. Jetzt noch überleben. Das Schöne ist, dass dieser Bereich hier einen eigenen Ausgang hat. Und zwar ist das der da oben. Ja, das heißt, wir gehen ganz entspannt. Das ist halt immer das Ding. Ne? Sobald du irgendwas von easy sagst oder entspannt, DMZ ist weder easy noch entspannt. Und du kriegst direkt die Rechnung. Und auch zu Recht, finde ich. Wenn man so überheblich sagt, immer ja, entspannt, entspannt. Dann direkt wird abkassiert. Also hier oben ist der Ausgang. Es gibt zwei Aufgänge. Ich finde gerade gar keinen. Also einen links und einen rechts. Okay, ich habe den linken, ich habe den rechten übersehen. Also hier links einfach die Treppe hoch. Ich hole jetzt mal den Fahrstuhl und zeige mir mal den rechten Aufgang. Weil den übersehe ich auch jedes Mal. Das ist nämlich so ein Loch. Mach mal Nachtsicht an. Okay, oder auch nicht. Ich verwechsel es gerade anscheinend doppelt. Nee, es gab hier nur den einen Aufgang. Ist das nicht normalerweise offen? Bin ich gerade nicht ganz sicher. So oft bin ich auch nicht hier, ganz ehrlich. Anderes Team extrahiert, ja. Wir haben keine Spielerwarnung. Wir sind jetzt recht safe hier, theoretisch, ne? Wir können die Gegend ballern, wir können hier Party machen. Theoretisch müssen wir nur aufpassen auf die Bots. Und mehr kann hier nicht passieren. Tür geht auf. Wir können jetzt den Fahrstuhl aktivieren. Wir können noch warten, bis er sich schließt. Ja, da noch eine Mine hinlegen. Guck mal. Gerade, wo ich im Teufel spreche, da ist die Mine hochgegangen, noch eine Mine rauslegen. Ist wieder hochgegangen. Krieg mehr Schaden als die Gegner gefühlt durch die Minen. So, und 2-1. Wenn ich genockt wäre, würde ich trotzdem rauskommen. Also wenn ich jetzt down gegangen wäre, nicht so schlimm. Man muss sich auch nicht wiederbeleben. Man darf halt nur nicht sterben. Das ist das Einzige. Also auch genockt geht's raus. Und für die Waffenkoffer noch wichtig, wenn ihr jetzt Teamkollegen dabei hättet und die jetzt die ganze Zeit hinten gewartet hätten, zum Beispiel, ihr macht das ganz alleine, dann kriegen die auch die Belohnung, den Waffenkoffer an dieser Stelle. Ja, Leute, das war eine Runde Alpha-Komplex. Ich hoffe, hat's geholfen. Ganz entspannt, relaxed. Ihr seht, wenn man das ein bisschen ruhiger angeht, dann ist es auch viel weniger ein Problem. Solltet ihr Fragen haben, haut's gerne raus. Und ja, wie gesagt, Feedback würde mich mega interessieren, ob euch sowas hier Spaß macht, was hilft oder ob das völliger Schwachsinn ist, solche Game-Runden aufzunehmen. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage hasta luego. Und hasta la vista.